Moin moin liebe Leute und willkommen zu einem weiteren Vorspiel, diesmal mit Action Hank, einem, ja, ich glaube am ehesten zu beschreiben Speedrunning Arschrutsch Simulator. Ich weiß echt nicht, wie ich es anders nennen kann und es ist wirklich mal eine neue Idee, die ich so noch nicht gesehen habe. Und wir schauen da eigentlich jetzt recht früh rein. Es ist eine Pre-Alpha. Das Ganze kommt auf Steam am, ich glaube, 8. Juli raus. Und wir schauen uns trotzdem schon mal an, was das Ganze denn jetzt so schon zu bieten hat. So, wir können uns hier einen Helden aussuchen. Am Anfang haben wir nur den Hank, den Action-Hank, den namensgebenden Helden zur Verfügung. Controller Support funktioniert noch nicht so hundertprozentig, also ich kann hier hin und her drücken, wie ich will, das muss ich also alles noch mit der Tastatur machen und die können wir dann wohl über die Zeit freispielen, genauso wie wir verschiedene Kostüme für unseren Helden freispielen können. So, ich habe bisher jetzt nur eine Runde gespielt, um wirklich nur mal kurz den Sound und alles zu checken und das war's dann aber auch. Und wir schauen uns das halt gemeinsam an, wie dieses Format auch gedacht ist, nämlich einfach gemeinsam einen ersten Eindruck bekommen. Ich spiele aber für euch nochmal das erste Level. So, für die Goldmedaille brauchen wir 28, 27, was gar nicht so einfach ist. So, wir laufen jetzt hier erstmal durch die Gegend, haben verschiedene Möglichkeiten zu springen und ja, halt auf dem Arsch zu rutschen, ne? Walljump können wir machen, damit können wir dann noch ein bisschen Geschwindigkeit drauf kriegen. Hier sagt er uns, wie man slidet, das haben wir ja mittlerweile schon rausbekommen. So, es ist nicht immer unbedingt die beste Möglichkeit, also die beste Lösung zu sliden, sondern halt auch einfach mal zu rennen, je nachdem wie es passt. Goldmedaille haben wir jetzt zwar nicht geschafft, aber hey, was soll's, zumindest Silber. So, jetzt fangen wir mal mit den ersten richtigen Leveln an. Das war jetzt gerade ja nur Hello World. Um uns so ein bisschen das Spielprinzip verständlich zu machen. Da kann man dann gucken, wie man da am schnellsten Speed drauf kriegt. Wie gesagt, das ist ein Speedrunning-Simulator. Ich stelle mich natürlich jetzt gerade noch ein bisschen doof an, weil ich da auch nicht unbedingt die Ahnung von habe. Aber wenn man dann das Momentum richtig mitnimmt, kann man da, glaube ich, recht gute Taktiken entwickeln. Das war jetzt nur Bronze, aber damit können wir, glaube ich, leben. Dass wir ein paar Level sehen. Wahrscheinlich werde ich durch einige noch gar nicht durchkommen, einfach weil ich zu schlecht dafür bin. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob das hier sinnvoll ist zu rutschen oder eben nicht. Um uns rum explodiert alles, was auch schon sehr interessant ist. So, ich war schlechter als Bronze, was schon mal nicht gut ist. Folgt mir auf Schritt und Tritt. Okay. Es ist schon ein etwas merkwürdiges Spielprinzip, aber es hat was. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es richtig kompliziert werden kann, wenn man hier überall Gold holen möchte. Wie gesagt, ich schaffe jetzt gerade Bronze. Beim ersten habe ich beim zweiten Versuch jetzt mal Silber geschafft. Aber wenn man da wirklich richtig dranhängt, dann kann man das, glaube ich, auch gut erreichen und das könnte durchaus auch für manche Speedrunner ein Spiel sein, das die interessieren könnte. Auf diesen Hot Wheels Tracks rutscht man natürlich am besten als auf dem Holz oder sonstigen. So, manchmal braucht man die Wall Jumps dann auch. Das war wahrscheinlich nicht so klug von mir. Aber Bronze habe ich immerhin noch geschafft, denke ich mal, oder? Habe ich, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, doch. Wurde nur nicht angezeigt. Wie gesagt, das ist jetzt noch eine Pre-Alpha. Da kann man sowas alles noch verzeihen.
Und es macht mir erstaunlich viel Spaß. So, der Boden ist übrigens Lava. Ja, sieht man. Das Spiel haben wir als Kind alle gespielt. Der Boden ist Lava, wir dürfen ihn nicht berühren. Jetzt muss ich mich natürlich auch schon ein bisschen mehr konzentrieren, weil es hier ja auch wirklich jetzt Fail-States gibt. Ansonsten war man ja halt immer nur zu langsam, ne? Ja, das war überhaupt nicht gut. Okay, das muss man sogar so machen. Man muss erst ein bisschen Schwung holen, sonst kommt man da nicht rüber. No. Ich hab's überlebt, da ist ja schon mal etwas. Der Highway. Schauen wir uns den Highway an. Das sieht nach Speed aus hier. Oh, das war aber gar nichts. Aber es gibt Checkpoints, wie man sieht. Die können einem helfen. Müssen aber nicht. So, resetten kann ich bisher auch nur über die Tastatur, glaube ich. Da war ich sogar ein bisschen besser. Ja. Da muss ich dann noch mal so ein bisschen an dem Timing arbeiten, was ich denn machen muss. Was ich nicht kann. Deswegen fange ich immer noch mal von neu an. Ist nicht so... Bin ich nicht so gut drinne. Wie man gerade merkt. Aber wenn man da mal weiß, was man machen muss, dann geht das auch. Das Level und die Level sind, wie gesagt, auch gar nicht so lang. Es ist halt ein Spiel, wo man so ein bisschen optimieren muss, was man denn so machen kann. Eine Medaille noch gewinnen und kann dann immer halt Level freischalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle Level sind, die es bisher in dieser Version gibt. Aber ich übe noch, wie man sieht. Ich bin nämlich schlechter als der Geist im Moment. Was meistens nicht so gut ist, wie man sich eventuell denken könnte. So, dafür gab es schon mal keine Medaille. Aber jetzt kenne ich ja die Strecke und dürfte mich ein bisschen besser anstellen als gerade noch. Habe ich gedacht. Das war nichts. Fangen wir nochmal von vorne an. Bin gerade ein bisschen still, damit ich zumindest das Level hier mal schaffe. Die Action, die im Hintergrund abgeht, ist schon interessant. Und ich habe ihn gerade noch so überholt mit 600. Aber hey, immerhin. So, und hier gibt's dann anscheinend doch schon mehrere Schwierigkeitsgrade. Hier ist Hank als Einleitung quasi. Hold on tight, wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Und jetzt Hard as Hank als den ultimativen Test. Und hier steht auch, dass man noch 22 mehr Medaillen, dann schaltet man noch wieder neue Level frei. Also da scheint es dann doch schon einiges zu geben. Ich nehme jetzt nochmal hier das Zusatzlevel, Back and Forth. Und guck mal, was ich hier machen muss.
Ja, die sind dann schon ein bisschen schwieriger. Achso, okay. Ich verstehe, warum dieses Level Back and Forth heißt. Weil ich hin und zurück muss. Das war nichts. Das war überhaupt nichts. Habe gerade entdeckt, dass es doch eine Taste auf meinem Controller gibt, mit der ich zurücksetzen kann. Zumindest zum nächsten Checkpoint. Oder zum letzten Checkpoint. Und hier genug Speed drauf zu kriegen, dass man darüber kommt, ist gar nicht so einfach. Okay. Ja, das war mal gar nichts. Aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Dann geht das schon. Jetzt wissen wir ja, wo es lang geht. Leider haben wir den jetzt verkackt. Ja, es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. So, aber wir gucken mal, was Betsys Challenge ist und ich glaube, dann habt ihr einen ganz guten Eindruck gekriegt, was das hier für ein Spiel ist. Pick Opponent Challenger. Das wird wahrscheinlich eine Person sein, die wir freispielen können. Und wie ich da durchgekommen wäre, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, mit Gewalt. Es wird auf jeden Fall komplizierter, kann man nicht anders sagen. Aber dadurch auch spannender. Es erinnert halt so ein bisschen an eine Mischung aus Micro Machines, so Hot Wheels Tracks und sowas, mit dem ganzen im Hintergrund durchs Zimmer fahren oder so. Ich weiß nicht, wer Micro Machines zum Beispiel auf der PlayStation und sowas gespielt hat, auf der ersten. Ja, das war richtig scheiße, aber hey. Aber ich weiß nicht, wer von euch alles zum Beispiel Micro Machines auf der PlayStation gespielt hat, wo man über einen Billardtisch, über einen Küchentisch und sowas fährt. Das fand ich früher ziemlich geil. In meinem Retro-Format werde ich das sicher auch nochmal zeigen, was das für ein Spiel war. Auch wenn ich mir damit wahrscheinlich irgendwelche Kindheitserinnerungen kaputt machen werde. Weil Spiele im Nachhinein betrachtet meistens doch nicht mehr so toll waren, wie man sie in Erinnerung hatte. Aber ich finde, das Projekt ist halt echt eine coole Sache. Rage Squid. Ein Wort, welches ich nicht gerne ausspreche anscheinend, ist übrigens ein Entwicklerstudio aus Utrecht, aus den Niederlanden, also unseren Nachbarn. Und ich glaube, die haben vorher noch nicht wirklich was gemacht, oder? Auf jeden Fall finde ich ihr Logo cool, das habt ihr gerade an der Wand gesehen. Und es ist auf jeden Fall ein interessanter erster Titel, falls es denn wirklich der erste ist. Ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, mir sagt der Name persönlich halt nichts. Der durchaus auffällt. Ich weiß nicht, wie viel das Spiel kosten wird. Das Ganze wird am 8. Juli auf Steam verfügbar sein und ich bin eigentlich froh, dass es halt mal wieder so ein paar Hank of Duty $3 oder was stand da? Action Hank als Top Gun. Viele schöne kleine Anspielungen auch. Ich habe jetzt nicht sehr auf den Hintergrund achten können, also da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was abgegangen sein. Und ja, falls euch das Ganze gefällt, schaut auf der Homepage vorbei. Ich glaube, da wird es noch ein paar mehr Informationen geben. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst eine Bewertung und einen Kommentar da. Es hilft mir doch ziemlich, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Was jeder YouTuber irgendwie ja auch möchte, ne? Weil sonst würde ich es ja nicht hochladen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.